So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frag Alex. Ich befinde mich hier im Dschungel von Florida und zwar am Golf von Mexiko. Ja, ich habe hier eine Frage eines meiner Follower und der fragt mich, und sein Name ist Andreas Blöchel. Erstmal hallo Andreas, schön, dass du mir die Frage stellst. Und zwar, seine Frage lautet: Wo und wie sind in der aktuellen Marktlage noch Immobilienschnäppchen zu machen, beziehungsweise Immobilien mit vernünftigen Renditen zu finden und was ich von Versteigerungen halte? Ja, also zur Frage 1, wo und wie sind noch Immobilienschnäppchen zu finden? Definitiv jede Menge, es ist nur Arbeit. Das heißt also, wir haben momentan einfach einen Verkäufermarkt, das heißt, es gibt wesentlich mehr potenzielle Käufer als Leute, die entsprechend verkaufen wollen, und deswegen muss man das aktiv tun. Also man muss sich aktiv auf die Akquise von Immobilien, von guten Immobilien machen, und das ist dann einfach Arbeit. Wie das geht, werde ich jetzt in dem Video nicht erzählen, weil darüber habe ich einen Podcast gemacht. Den findest du bei iTunes bzw. im Google Play Shop. Du musst nur Immobilien Investor Podcast eingeben, ist übrigens ein echter Burner. Es ist unter Geldanlage meistens so in den ersten drei Top 10 und Wirtschaft teilweise unter den ersten 15, ab und zu auch unter den ersten 5, wenn ich frisch veröffentliche. Genau, und dort hast du zum Beispiel eine Sache, wie man Immobilien akquiriert, und das lernst du genau auf diesem Podcast. Ne? Und da sind jetzt nicht alle Sachen drauf dazu, aber es sind praktisch alle wichtigen Sachen drauf, und wenn du die Intus hast, dann kannst du aus denen, das sind praktisch immer die unterschiedliche Segmente, wie man das macht, und anhand derer kannst du dann praktisch eigene entwickeln und eigene Ideen entwickeln, wie zum Beispiel, ja, dass du, ja, hör dir den Podcast an, danach wirst du wissen, was ich meine. Nummer zwei, was halte ich von Versteigerungen? Versteigerungen sind eigentlich eine tolle Sache, das Problem ist nur, dass jeder denkt, auf Versteigerungen wird er reich. So, deswegen ist gerade die Mittelschicht in letzter Zeit, sind die Versteigerungen sehr hip geworden. Deswegen gehen die da sehr gut hin. Das heißt, sobald Objekte zwischen 500 und 2 Millionen zur Versteigerung angeboten werden, kann man es eigentlich sein lassen, weil da zu viele Verrückte sind. Hier in Düsseldorf ist es zum Beispiel so, wenn dort ein Objekt einen Verkehrswert von 1 Million hat, dann wird es danach 1,8 Millionen, also höher als der Verkehrswert vom Gutachter betrachtet, ersteigert, und irgendwelche verrückten Privatanbieter steigern sich dann da irgendwie hoch. Also macht überhaupt gar keinen Sinn. Nichtsdestotrotz habe ich erst letztes Jahr ein Objekt, das hat den Verkehrswert von 7,5 Millionen für 5,2 Millionen ersteigert, also zu 70%, und zwar in einer der Top-Lagen Düsseldorfs. Das war allerdings eine Spezialform, und wie ich das gemacht habe, das erzähle ich mal in einem anderen Video. Also es geht, aber ich sag mal so, eher selten. Ja? Eher selten oder in Lagen, wo der Investmentbank sagen würde, in der Pampa. Das heißt also tatsächlich aktuell nur exquisite Objekte, die sehr nischenmäßig sind, wo ihr wisst, dort ist wenig Nachfrage und dort gibt es wenig Bewerber. So, und das sind üblicherweise Objekte ab 2 Millionen, weil das für die normalen Privatanleger dann einfach zu viel wird. Und bis maximal 5 Millionen, weil dann kommen schon wieder die Institutionellen und die Großen daher. Und woran man die erkennt und wie das geht, das ist eine eigene Wissenschaft für sich. Das ist aber Teil des Immobilien-Investor-Masterkurses, wie man eben Immobilien-Nischen erkennt, wo man weiß, dort gibt es kaum Wettbewerb und dort kann ich günstig schnappen. Genau, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe dir deine Frage beantwortet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Da bin ich euch sehr dankbar, das verbreitet meine Message mehr. Außerdem schreibt mir einen coolen Kommentar, und wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt sie einfach unten in die Comments. Und natürlich, ihr müsst euch nicht zurückhalten, dieses Video zu teilen, auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer. Na, also da herrscht kein Copyright drauf. Ihr könnt also hemmungslos diesen Kram verbreiten. Ich würde mich freuen. Bis demnächst auf Frag Alex. Ciao, ciao.